Ich bin Henrik Lott und meine Jagd ist die mit Kimme und Korn. Mein Ziel bei der Jagd? Teil der Natur sein, sich unter dem Wild bewegen, nah heran. Nur in der Nahdistanz kann ich wirklich Kontakt mit dem Wild aufnehmen. Als Jäger haben wir das Privileg und die Fähigkeiten, uns als Teil der Natur in der Natur zu bewegen. Oft werde ich gefragt, warum ich so oft den Wind prüfe. Die Antwort ist: Der Wind ist mit Abstand die wichtigste Konstante in meiner Jagdstrategie. Ein knackender Ast unter meinem Fuß kann das Wild alarmieren, aber gerade in der Blattzeit auch Aufmerksamkeit erregen. Falscher Wind hingegen wird die Jagd immer erfolglos sein lassen. Mit Jagdfilmer Sebastian habe ich mich in der Blattzeit verabredet, um einige Filmaufnahmen zu machen. Er versteht es sehr gut, den Blatter einzusetzen, und wir sind ein eingespieltes Team. An einem kühlen Morgen wollen wir es in einem Waldstück versuchen. Ich platziere mich ca. 20 Meter vor der Kamera. Auf das Blatten von Sebastian springt sofort ein Jährling, der nervös an uns vorbeizieht. Ein Blick weiter nach links zeigt einen weiteren Bock, der aus dem Feld in den Wald gezogen kommt. Wir bewegen uns kaum und er nimmt unsere Umrisse im Dunkel des Waldes nicht wahr. Es ist ein einwandfreier Abschussbock, aber da ich auf dem Waldboden sitze, habe ich leider keinen Kugelfang zur Feldkante und ich muss den Bock ziehen lassen. Viel braucht es nicht für eine erfolgreiche Jagd. Eine zuverlässige Waffe, Munition, Fernglas, Messer und ein Aschebeutel. Im Zuge der Vorbereitung auf eine Jagd in Afrika habe ich viel mit meiner Mauser M98 Magnum trainiert. Deshalb jage ich zurzeit mein ganzes Wild mit dieser Waffe. Ich bin absolut vertraut mit ihr. Und wer sich auskennt, weiß, dass das harte Normalgeschoss eine sehr wildbrettschonende Wirkung auch auf Rehwild hat. Am nächsten Abend haben wir einen starken Bock vor. Er folgt den Rufen des Blatters und ich krieche dem Bock entgegen. Immer näher komme ich dem Wild. Und da wir in guter Deckung liegen, kann der Bock uns nicht recht als Gefahr einordnen. Ein großartiges Erlebnis. Aber der Bock scheint mir noch nicht reif. Und ich weiß sofort, dass ich nicht schießen werde. Trotzdem versuche ich, noch näher zu kommen, um diesen Moment zu nutzen, zu lernen und zu erleben. Leider ist es so, dass die moderne Waffenoptik das Wild evolutionstechnisch lange überholt hat und Chancengleichheit überhaupt nicht mehr besteht. Mein Anspruch deshalb: weniger Technik wagen, zurück zu den Wurzeln und das im wahrsten Sinne des Wortes. Eines frühen Abends haben wir plötzlich einen starken Bock vor uns. Jetzt gilt es. Runter, ran. Zecken und Dorn sollten einem sympathisch sein.
Ich verkürze die Distanz. Aber er zieht nach kurzer Zeit in ein kleines Waldstück. Sebastian blattet nun. Und der Bock kommt. Nach diesem intensiven Erlebnis bin ich aufgewühlt, dankbar und zeige dem Wild meinen Respekt. Mir ist bewusst, dass nicht in jedem Revier und von jedem Jäger so gejagt werden kann und dass sich ein Abschussplan nicht über Kim und Korn erledigen lässt. Aber von Zeit zu Zeit sollte es jeder versuchen, um den Kontakt zum Wild und den eigenen Fähigkeiten wiederherzustellen. Das Abenteuer, das Erlebnis liegt eigentlich ganz nah. Fast jedes Stück Wild wird von meiner Familie selbst verarbeitet und verzehrt. Es ist ein gutes Gefühl, sein Fleisch, sein Nahrungsmittel aus dem eigenen Revier zu holen. Auch dafür bin ich, sind wir Jäger, dankbar und darauf sind wir stolz.